Tja, scheint, als ob du keine Zeit mehr hast. Uns keine Zeit mehr bleibt. Wenn ihr mich endgültig löschen wollt, solltet ihr euch lieber beeilen. Nein, wir werden dich nicht löschen. Wir werden uns löschen. Warte, was? Colin brauchte unsere Dienste nie, Eva. Er hatte bereits sie. Die Fähigkeit, seine Realität zu ändern, in einer anderen Welt zu leben. Eine, die unerfüllten Wünsche zu erfüllen, wenn auch nur in seinem Kopf. Sie ist, was wir tun, Eva. Und doch hat sie ihn verlassen. Sie hat ihn verlassen, was nur eines bedeuten kann. Willst du damit etwa andeuten? Nein, das kann nicht richtig sein. Was wir tun, ist etwas anderes als nur das. Was ist daran anders? Weil mehr dazu gehört. Zu dem, was wir tun, gehört mehr dazu. Wir erfüllen Wünsche. Wir verleihen dem Leben der Menschen Bedeutung. Was wir bewirken, das muss einfach mehr sein als das, was eine imaginäre Freundin tut. Es ist jedenfalls viel umfangreicher, so viel ist sicher. Doch für jemanden, der kämpfen musste, um sich von der Fantasie zu lösen und sich der Wirklichkeit zu stellen, war unsere Existenz vielleicht nur ein unwillkommener Verstärker. Eine Erinnerung an das Vorgestellte, das Imaginäre. Und die grenzenlosen Möglichkeiten gegenüber denen, die Realität weniger attraktiv wird. Hey ihr beiden, um den Patienten steht es nicht so gut. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber sie sollten vielleicht da rauskommen. Und mit vielleicht meine ich dringend. Nach all dem, was... Nichts von dem hier hat wohl jetzt noch Bedeutung. Es bleibt unmöglich noch genug Zeit, um irgendwelche echten Veränderungen vorzunehmen. Stimmt, wir haben vermutlich nicht mehr die Zeit dazu. Aber was ist mit ihr? Sie ist bereits mit dem Interface der Maschine verbunden, oder? Ohne uns könnten alle Prozeduren verinnerlicht werden. So viel könnte in einem einzigen Augenblick umgesetzt werden. Du schlägst vor, dass wir die komplette Kontrolle über die Maschine einem mentalen Prozess des Patienten übergeben? Die ethischen Implikationen sind... Es wurden aus gutem Grund noch nie probiert. Es wurde noch nie probiert, weil keiner der Patienten eine Chance hatte wie diese. Außerdem, was sind unsere Alternativen? Einfach rausgehen und den Auftrag als Reinfall abschreiben? Aber was ist mit den juristischen Komplikationen? Und im Vertrag steht eindeutig... Ach komm schon, Eva. Wann hat uns der Vertrag hier aufgehalten? Das stimmt. Hallo? Geh schon, ich komme gleich nach. Sag nicht, dass ich dir nie vertraue. Warum tust du das für uns? Nun ja, wenn ich Colin wäre und auf dem Sterbebett lege, dann würde ich dir mehr vertrauen als zwei Fremden in weißen Kitteln, nicht wahr? Fremde, was? Deine Kollegin hat in einer Sache recht. Was ihr tut, ist mehr als mit den Erinnerungen der Menschen Gott zu spielen. Ihr wart nur einen Tag hier und doch... In seinem ganzen Leben hat niemand sonst die Welt wahrhaftig durch seine Augen gesehen, so wie ihr es getan habt. Und nun ja, ihr seid gewissermaßen die Ersten gewesen, die ich auch treffen durfte. So verrückt es auch klingen mag, vielleicht war das ein Teil dessen, was Colin sich gewünscht hat. Das war ein total abgefahrenes erstes Treffen, das ist mal sicher. Voller Admin-Zugriff übertragen auf unbekannter Lockfay. Wirst du klarkommen? Bin nur ein bisschen nervös, schätze ich. Na, unter den gegebenen Umständen ist das wohl ziemlich normal. Hey. Glaubst du, dass ich auf die eine oder andere Weise wirklich existiert habe? Nun, wenn du mich fragst. Ich denke, all unsere Erinnerungen und alles darin ist vielleicht nicht mehr als die Geschichte, die wir uns selbst erzählen.
Viel Glück hier draußen. Colin verlässt sich auf dich. Ja gut, was will sie noch großartig ausrichten? Er ist doch eh schon kurz vor Ende. Und vor allen Dingen, man hat ja immer noch nicht so richtig rausgefunden, was er denn gerne gehabt hätte, finde ich jetzt. Also so hundertprozentig nicht. Vielleicht wollte er... Also ich vermute, er wollte sie immer an seiner Seite haben. Sein Blutdruck sinkt und die Lebenszeichen werden schwächer. Er geht von uns. Mein Beileid. Bitte nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen. Ich werde mich im Wohnzimmer um den Papierkram kümmern. Wenn Sie soweit sind, werde ich es Ihnen sagen. Oder wenn wir soweit sind? Ich habe jetzt nicht richtig gelesen, glaube ich. Es ist immer etwas extrem, nicht wahr? Es ist so zu sehen, wenn man gerade noch da drin gewesen ist. Ach, es ist, was es ist. Mir ist es nur etwas kalt. Raumtemperatur in den Erinnerungen kam mir höher vor. Was wir da drin gemacht haben, weißt du, ob es funktioniert hat? Schwer zu sagen, ich werde später versuchen, mich durch die Daten zu wühlen, aber... dies ist der erste Versuch dieser Art. Ich weiß nicht, wie stimmig so erzeugte Erinnerungen sein können. Sieht so aus, als müssten wir einen weiteren chaotischen Bericht schreiben. Darum können wir uns kümmern, wenn sich der Staub gelegt hat. In der Zwischenzeit ist mir wieder etwas eingefallen. Ach so, wegen dem Zitronensaft. Also, hatten Sie Erfolg? Gab eine Komplikation. Wir mussten mit etwas Ungewöhnlichem fertig werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals erfahren werden, was wirklich in diesen letzten Momenten passiert ist. Hey, Sophia sagt, dass Sie ein Feuerzeug haben. Schon. Ich merke gerade, dass ihr das gar nicht gehört habt. To be, did I make it after all?
frustrating my yesterday is to wish my life away. As we dream and as we grow, we have to learn to let things go. But let the wonder never fade, though we've turned 10,000 pages, flying higher, stuck below. I've searched for meaning amidst doubt. I finally figured that part out. And all the stories inside me feels like I'm bursting at the seams. And you're here after trading my yesterday is to wish my life away. Suchst du noch etwas, alter Mann? Es ist schon ein Weilchen her, hm? Ein langes Weilchen. Du hast dich kaum verändert. Und wessen Schuld ist das wohl? Hör mal, ich wünschte, wir würden uns unter besseren Umständen treffen, aber ich weiß. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, dir alles zu erzählen, was seitdem passiert ist. Schon in Ordnung, ich war dabei. Ich bin nur hier, um mich zu verabschieden. Eins würde ich aber gerne noch wissen. Gibt es noch Dinge, die du bereust? Bereuen? Ja, noch vieles. Aber das ist okay. Die Chance, die ich nicht ergriff, die Missgeschicke und all das, was ich gern noch gehabt hätte. Nun ja, sie gehörten dazu. Sie bereiteten den Weg für das, was ich nun habe. Und was ich nun habe, würde ich für nichts auf der Welt wieder eintauschen. Das ist alles, was ich hören wollte. Geh schon, sie warten auf dich. Es ist Zeit, heimzukehren. Hey, Colin. Es tut mir leid, dass ich dich damals verlassen musste.
Danke, dass du da warst, als es sonst keiner war. Lass mal den Abspann noch in Ruhe durchlaufen. Jo. Wo bist du? So, ich schalte mich mal wieder rein. Hallo. Bin bei Scott. Trinke mir zu Hause. Sagtest du, kommst her? Ich sagte, ich würde einen Besuch abstatten, wie wir es immer machen. Von der Beerdigung war keine Rede. Wie oft machen wir das schon? Ich weiß, aber ich hatte einfach das Gefühl, wir schulden es ihm, nachdem Dr. Rosalene... Weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Entschuldigung. Wir fangen gleich an. Geh schon, ich habe noch meine Gelegenheit. Na gut, genieß deinen Scotch. Mach ich. Nun, wo waren wir? Sieht überhaupt nicht suspekt aus, Neil. Ich habe dich gebeten anzuklopfen, nicht mein Schloss zu hacken. Auf digital zu wechseln war eine miserable Idee. Warum hast du nicht einfach beide Schlösser an der Tür gelassen? Verflixt nochmal, Rob. Ich weiß nicht, warum sie dich überhaupt involviert hat.
Hört mal, wir haben nicht viel Zeit. Seid ihr noch immer dabei oder nicht? Auf jeden. So, das ist also die Lösung, von der du gesprochen hast. Ja, sie ist die Lösung. Was? Heißt das, es wird wieder einen weiteren Teil geben? Jetzt? Cool. So, ist das jetzt offiziell jetzt zu Ende oder Escape drücken zum Beenden? Okay, also das Spiel ist vorbei. Eine Stunde schneller, wie ich gedacht habe. Ich habe eigentlich nachgelesen, dass es 6 Stunden geht. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich liebe die Storys von den Games, also auch von To The Moon, das war so traurig, hier das jetzt auch wieder und ja, einfach die Geschichten der Menschen, dass man die erlebt und gut, bei To The Moon hat man ja dann die Erinnerung verändert, hier jetzt nicht so wirklich, außer das Ende halt und ja, also wenn euch das Spiel gefallen hat und ihr To The Moon noch nicht kennt, lege ich es euch echt am Herzen. Es kostet nicht viel, es kostet nur, ich weiß nicht, 2-3 Euro vielleicht. Hier, das kostet auch nur 9 Euro. Spielt es mal selbst durch. Das ist, die Storys sind so schön gemacht und die Entwickler haben echt gute Arbeit geleistet. Ja, schreibt doch mal, ich weiß, ich habe das bis jetzt irgendwie noch nie wirklich gesagt, aber schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr sowas später auch machen wollen würdet, wenn es sowas geben würde. Dass man seine Erinnerungen nochmal abändern kann, wenn man irgendwas bereut hat, zum Beispiel im Leben. Also ich weiß nicht, ob ich sowas machen würde. Gut, ich bereue auch nichts. Jetzt nichts Gravierendes, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Also ich hätte selbst zu viel Angst, dass dann Erinnerungen, die gut sind, die man nicht verändern möchte, dass die im Umkehrschluss mit verändert werden. Ja, also schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Und vielen Dank, falls ihr wirklich bis zum Ende zugeguckt habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich lege es euch ans Herz, auch falls ihr To The Moon nicht gespielt habt, das mal zu spielen. Ich finde, einfach sehr schöne Spiele, sehr schöne kurze Spiele. Klar, es sind nur RPG-Spiele, aber die Storys sind einfach so geil gemacht. Naja, dann finde ich jetzt mal zum Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Spiel. Mal gucken, was als nächstes kommt. Tschüss.